Das ist er, der neue Seat Leon ST Cupra. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Star Janina Use ist mit ihm flott unterwegs auf einer Rennstrecke nahe Barcelona. Ihr seid heute live dabei, wie ich das erste Mal den Seat Leon ST Cupra teste. Und ich habe jetzt hier gerade schon mal eine Runde gedreht auf der Rennstrecke, wo man ja eigentlich denkt, so Rennstrecke und Kombi, passt das zusammen? Aber ich muss sagen, das passt sehr gut zusammen, weil der Wagen unglaublich gut in den Kurven liegt und extrem schnell ist. Ich meine, mit 280 PS kannst du natürlich auch ordentlich draufdrücken hier. Und es macht Spaß, es macht richtig viel Spaß. Der ist so groß, also wenn man mal eine fette Shoppingtour machen möchte mit der Freundin, ist auf jeden Fall genügend Platz. Und wenn man denn sich irgendwann entscheidet, Kinder zu bekommen, so ein schönes Family-Auto mit dem gewissen Kick. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Vereinigung von Vernunft und Leidenschaft, würde ich mal sagen. Der Wagen ist eigentlich für Mann und Frau, glaube ich, das optimale Auto, weil einerseits Pragmatismus, du hast viel Platz, kannst die Kinder einstecken, kannst fette Shoppingtouren machen und andererseits hast du natürlich diesen unglaublichen Fahrspaß mit so viel PS, was natürlich für den Mann extrem reizvoll ist, aber also ich als Frau mag auch gerne viel PS, also von daher